Ein Let's Quack und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Pokémon Schwarz, der Trainer-Challenge. Ja, von der Gesundheit her sieht sie jetzt nicht ganz so berauschend aus, aber das ist schon okay. Ja, weil das sollte genügen. Und da greift uns ein wildes Pokémon an. Ein wildes Stravikel. Leider Pflanze. Und auch Pflanze-only. Und deswegen gibt es hier direkt die volle Nitro-Ladung. Und ab geht er, der Peter. Da ist er weg. Sehr effektiv. Ja, das wissen wir doch. Alles klar. Er wurde besiegt. 120 EP. Ja, auch hier bald das Level-Up am Start. Den Kollegen hatten wir schon. Das heißt, hier hinten geht es einmal weiter. Warte, war da noch jemand gewesen? Nö. Oh, und jetzt natürlich wieder ein Pokémon. Ein erneutes Stravikel. Ich nehme die Folge übrigens direkt im Anschluss an die Folge von gestern auf. Sprich, nicht direkt im Anschluss, aber ein bisschen später an dem Tag. Ich konnte eure Tipps unter der Folge noch nicht lesen. Ja, falls es hier Pokémon gibt, die ich finde. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich ja nicht so viel weiterkommen. Was ich auf jeden Fall gelesen habe, war nicht mehr alles vorlesen. Und das ist auch eigentlich so in meinem Geschmack, dass wir so ein bisschen vorankommen. Nicht wirklich jeden einzelnen Quatsch da vorlesen, wie das, also dass wir Paraheiler kriegen, ist noch schön und gut, ne? Ich wollte gerade sagen, aus irgendeinem der drei Büsche muss doch jemand wiederkommen. Und auch was irgend so ein random Ranger zu sagen, ist jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, also zur Story. Da kommt der Ranger Kanvali. Oh, Feuer-Pokémon. Grillmark. Grillnack? I don't know. So, dann gibt's hier einmal Armstoß, beziehungsweise eigentlich wollte ich mal Smog ausprobieren. Zweimal getroffen, okay, das... War das überzeugend? Ich könnte Schauspieler werden. Oh, vergiftet. Nice. Schlecker. Nee, das hat ja gerade Geda eingesetzt, deswegen habe ich gedacht, das wäre witzig, wenn ich so tue, als ob nicht, ja. No! Komm. Schläft tief und fest. Ja, wir lassen unser Gift arbeiten. Alles gut. Wir wachen jetzt eh gleich auf. Naja, ist okay. Noch einmal ein bisschen weiter tiefer am Rücken. Ja, da. Hättest du jetzt nochmal machen können. Das tat gut. Ah, wieder schön sauber gemacht. So muss das sein. Und er ist er weg. Level 21, sehr nice. Kanvali besiegt. 1080 Poké-Dollar. Nehmen wir mit. Hier, ich bin mir sicher, du kannst damit was anfangen. Eine Persifbeere. Erneut. Hier gibt es noch ein Item, aber kommen wir hier hin. Wir kommen hier bestimmt hin. Alter, ich bin zu retarded. Ja, hier geht's weiter. Das heißt, wir werden einmal hier... Ach, was. Okay, ich muss nach oben lang, um das obere Item zu kriegen. Und dann nach unten, um das andere Item zu kriegen. Wombol. Verkuckel. Ist er noch am Schlafen? Ja, das ist noch am Schlafen. Egelsamen. Oh, wir werden wieder besamt. Sehr ekelhaft. Beutel. Haben wir noch irgendwas zum Aufwecken? Was bringt das? Paralyse. Nee. Pirsivbeere. Vergiftung. Nee. Maronbeere. Er wacht aus dem Schlaf. Okay. Wachstum, es wächst. Alles klar, cool. Ja, alles gut. Wir gehen jetzt um den Beutel, machen hier einmal einen Supertrank drin, ja, ist doch klar. Und jetzt kriegt er richtig auf den Sack. Jetzt kriegt der Wombol richtig eine von Latz geknallt. Megasauger, das klingt alles so falsch. Nicht sehr effektiv, ja, siehst du mal. Aber das geht mir jetzt auf den Sack. Deswegen gibt es jetzt hier die Nitro-Ladung. Fehlgeschlagen. Und bam! Jetzt bist du weg, mein Lieber.
Na, guckst du blöd, ne? Das ist nämlich sehr effektiv. 103 EP. So lob ich mir das. TM, Strauchler. Alles klar, sagt mir nichts, aber hey, TM ist immer gut. Jetzt müssen wir hier unten lang. Strawickel, kein Problem. Da setzen wir doch wieder hier die volle Nidro-Ladung ein. Ist doch klar. Das ist doch klar. Zack, bumm. Jawoll. Nicht sehr effektiv. Was? Nee, das war sehr effektiv, oder? Ja, klar. War Pflanze. Was? Oh no, da oben wackelt doch gerade was. Ich will doch das Pokémon töten. Ei, 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 ei. Komm ran da. Verkuckeln, Nitroladung. Einmal, please. Tu es. Kein Problem, da ist es down. Wurmball Level 14. Flucht. Ich will mal entkommen. Ja, wir wollen jetzt nicht alle hier fighten. Ich will gucken, ob da unten doch noch ein Weg war, den ich irgendwie gesehen habe. Flucht, ich bin entkommen. Jawohl, das wissen wir doch. Okay, das heißt, wir kommen hier einfach noch nicht hin. Schade, um das Item. Aber kein Problem, da können wir nach oben gehen. Strafwickel, ja. Komm, dann, wenn du mich jetzt hier nochmal so anlaberst, dann kriegst du halt doch noch eine Schelle. Zack, boom. Volltreffer auch noch, jawohl. Da guckst du, ne? Komm, wir wollten doch jetzt nur die Treppe hoch. Ein wildes Strafwickel. Wer hätte es gedacht, ne? Zack, und da ist es wieder. Tot. Sehr effektiv, ja, ist ja klar. Das ist ja auch ein kleines Blümchen, ne? So, und jetzt können wir hier lang. Ich will gerade noch mal kurz was gucken. Terrybug ist 23. Alter. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich habe nämlich voll vergessen, dass die nächste Arena nur 23 ist vom Level. Das heißt, wir können das Terrybug wahrscheinlich nur einmal benutzen und dann ist das schon zu hoch. Wie jetzt? Meine Kameraden wurden von einer halben Portion wie dir besiegt. Wie dem auch sei, deine Reise endet hier. Das ist ein Träumer. Ja, drei Pokémon hast du. Dass ich nicht lache. Nagelotz, Level 14. Komm, das kriegt ihr jetzt hier direkt. Ohrfeigen. Oh, langt eine. Sehr effektiv. Stimmt, bei einer Kampfattacke gegen ein normales Pokémon. Was bist du? Ah, das funktioniert bestimmt genauso. Klatsch. Volltreffer. Sehr effektiv. Da ist es weg. Und noch ein Nagelotz, das kriegt auch nochmal eine Ohrfeige. Zack. Und da ist das auch direkt weg. Also machen wir das, Leute. Verkuckel auch schon 22. Ich muss echt anfangen. Ist ja schon gut. Hier ist der gestohlene Drakoschädel. Nice. We got it. Liquid Held, Drakoschädel. Liquid Verstaub, blablabla.
können wir jetzt unseren Traum, der Traum seiner Majestät, etwa nicht mehr in die Tat umsetzen? Alter, da ist ja schon wieder so ein Bobo. Wer ist das denn jetzt? Keruleus. Alles in Ordnung? Oh, mein treuer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Weißer Keruleus. Ich bin untröstlich, der Drakoschädel wurde uns einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Drakoschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Allerdings können wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Meinst du? Was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren. Doch dann treffe ich auf so ein Wichtigtour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Aloe, Vera, Liquid, Artie. All die anderen hatten nichts dabei. Und wer ist das hier, der Anführer? Ich bin einer der 7 Weisen von Team Plasma. Jesus gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redegewandt für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest der 7 Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arceus mit seinem Käfer-Pokémon und Aloe mit ihrem Pokémon von Typ Normal. Wie hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert? Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von hunderten Schlachten nicht zu führen. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück, aber seid gewarnt, um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja, ist klar. Gut, zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Arti? Sollen wir sie verfolgen? Nope. Den geschonten Drakoschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Ey, hab's euch noch gar nicht gesagt. Wo wisst ihr das? Treiben wir sie jetzt zu sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Also, Aloe, ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann, ich erwarte dich in der Pokémon Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Ah. Liquid, das ist der Drakoschädel, den du da in den Händen hältst, richtig? Nope, nicht mehr. Vielen Dank, Liquid. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, einen so lieben Trainer wie dich zu haben. Hier als kleines Dankeschön, setz ihn gut ein. Ein Mondstein. Das ist ein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sich mit Hilfe dieses Steins entwickeln. Also, ich bringe den Drakoschädel jetzt wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Haust du rein? Mondstein ist natürlich sehr nice. Wundersaat haben wir bekommen. Was auch immer das für ein Item ist. Wenn ich im Kampf anwende, was ich gerade gelernt habe, kann ich dich besiegen. Ich habe auch nur ein angeschlagenes Pokémon. Das ist ziemlich unfair. Ein Dusselgur. Ich muss erst in den Pokécenter, bevor ich weiter Kämpfe mache eigentlich. Klatsch. Gibt's die Schelle. 2-mal getroffen, das war's. Windschnitt. Oh ja. Sehr effektiv, echt. Oh, dafür gibt's jetzt direkt nochmal die Schelle. Ohrfeige, dass du mir so wehtust. Ich glaub, das geht los. 2-mal getroffen, Dusselgur wurde besiegt. Felilu wird in den Kampf geschickt. Was soll für Kuckel tun? Nisroladung. Feuer. Adios. Schulkind wurde besiegt. 320 Pokédollar nehmen wir doch sehr gerne an uns. Oh, what? Ich will nicht so viele Fights machen. Alter, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn dann nicht über 23 kommen? Das geht doch gar nicht. Göreo. Vor allem meine anderen sind halt alle low. Da, Nitroladung, verbrennen sie alle. Das machen wir jetzt noch 2-mal, dann sind auch die Pokémon von ihr tot. Noch ein Fleckneul. Adios.
Da wurde in TeamSpeak geschrieben. Und, das gibt's nicht. Wo soll hier ein Pokécenter sein? Kommen wir hier aus dem Wald raus? Was ist das denn jetzt? Ha, das ist ja cool. Hi. Hier kommen wir durch. Himmelspfeilbrücke. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Ich will auf jeden Fall in den Pokécenter. Klar, den Weg geht's dann wieder zurück, logisch. Alter. Ich hab ja auch sonst nichts zu tun, ne? Jawohl, klar. Kein Problem. Alles gut, passt schon. Den Weg müssen wir auch nochmal zurücklaufen, aber die Kameraführung ist irgendwie sehr witzig. Weil da hinten waren wir ja noch lange nicht fertig mit allem. Aber ich will zu irgendeinem Pokécenter. Das ist ja... Ich muss doch meine Pokémon heilen. Alter, wo sind wir denn jetzt? Stratos City. Und da ist ein Pokécenter. Finally. Das heißt, wir können hier an den PC... Denn wir müssen ein Pokémon ablegen. Ja, wir müssen... Ach nee, gar nicht. Das hätten wir, das Strafwickel können wir sogar nehmen. Das war ja Käferpflanze. Aber hier das Elfhuhn müssen wir ablegen. Das dürfen wir nicht nehmen. Und dafür... Alter, mach mal Platz, Kollege. Ja, ich wollte... Danke. Geht doch. Kennst du schon das Geonet? Klar. Kennen alles. So. Heilen, denn dann ist die Folge zu Ende. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare und wir müssen mal schauen, dass wir unsere anderen Pokémon leveln, weil ich glaube, unsere zwei Haupt-Pokémon können wir kaum benutzen in dem nächsten Arena-Kampf, weil die sonst zu hoch leveln. Aber wer weiß, ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Arena aussieht, wie viele Leute wir da fighten müssen und das lasst ihr mich bestimmt wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und Kommentar unten drunter bitte. Fragen beantworten, mir Hilfe, Stellung geben und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Wir gehen hier einmal auf sichern. Sicher, ja. Und haut rein. Macht's gut, adios und ciao.